Ich bin der mega Harry Potter Freak. Warte, ich kann euch kurz was zeigen. Ein Moment. Genau. Ich zeig euch jetzt was. Das ist mega geil. Genre, ich glaube, du wirst mich jetzt lieben dafür. Aber schau dir. Ah, warte, warte, warte. Schau dir dieses geile Plakat von mir an. Das bin ich. Und das ist richtig geil. Also da steht, The Fight Begins 2019. Da wurde das Bild halt gemacht. Und da steht, Wizard Duel and the Chosen One. Das ist einfach so richtig geil. Ich muss mir mal unbedingt einen Rahmen dafür kaufen. Das ist halt das erste Bild. Und das Foto. Oh mein Gott, das Foto ist so geil. Das ist einer meiner Lieblingsfotos. Findet man auch auf Instagram. Das ist einfach so richtig geil. Dann habe ich hier noch ein zweites. Also ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ja, ich habe das auch schon über seit einem Jahr und ich habe es nie aufgehangen. Karl, und kommt es irgendwie komisch, wenn ich ein Bild von mir selber in mein Zimmer aufhänge? Kommt das selbstverliebt? Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich hier noch eins. Ja, ich muss spiegelverkehrt halten, ist komisch. Dann hier oben wieder The Fight Begins 2019. Hier mit dem Zauberstab, da kommt so ein Strahl raus. Und da bin ich. Und da steht wieder Wizard Duel and the Chosen One. Genau, das ist das zweite. Das ist mein wenig beliebtester, also das, was ich gerade als erstes gezeigt habe, das ist mein absolutes Lieblingsfoto von dem Fotoshoot. Und das, was ich auch noch richtig geil finde, wo aber weniger Action drauf ist, aber ich es richtig geil finde, ist. Ja, ich habe nur Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. So. Ist das hier. Hier wieder The Fight Begins 2019 und hier Wizard Duel and the Chosen One. Und da stehe ich einfach wirklich nur auf dem Feld mit einem Zauberstab in der Hand. Und das finde ich so richtig geil, weil die Szene zu dem Bild stelle ich mir so vor. Man hat gerade so einen Portschlüssel gehabt, so wie zum Beispiel bei Harry Potter und der Feuerkelch, wo man halt wirklich auf diesen einen Hügel raufgewandert ist, um dann Portschlüssel anzufassen. Und da ist man halt irgendwo raus, dann will man sich halt erst so erkunden, wo man jetzt genau gelandet ist. Und diese Szene mit dem Hintergrund, es sieht einfach so aus, als wäre das in der Winkelgasse. Richtig, richtig geil. Ich habe ein echtes Ticket vom echten Gleis 9 3 Viertel. Ich auch! Warte, ich muss nur schauen, wo? Weil ich war beim Gleis 9 3 Viertel. Hier habe ich halt wirklich. Ach, ich habe die Einstellung, das ist schon zu schnell. Zu hell. Zu hell. So, hier, Plattform 9 3 Viertel, London to Hogwarts. Ist ja auch richtig geil und wirklich. Ach, so richtig geil, glänzend. Geil, geil. Ja. Hey, warte. Lul. Ich hab eine Speicherkarte in der Hülle und ich habe keine Ahnung warum. Oder was das für eine Speicherkarte ist. Egal, jetzt habe ich eine Speicherkarte. Gilderoy Lockhart, zweitgrößter Arsch in Harry Potter. Stimmt, aber der Charakter an sich ist so richtig geil, dass es halt so lange durchgezogen hat und dann zum Schluss halt wirklich sein Payback bekommen hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat, weil er sonst bei jedem anderen diesen Gedächtnisverlustzauber angewendet hat. Und im Endeffekt hat er sich selbst so damit K.O. gegeben. Also, klar ist er ein Arsch. Aber seine Rolle, sein Charakter an sich hat schon eine geile Geschichte. Von dem her, keine Ahnung. Aber wenn du fragst, wer mein Lieblings Charakter ist, es ist die Luna Lovegood. Ich finde sie am geilsten. Jetzt nicht vom Außen her, aber einfach vom Charakter. Die ist einfach so richtig geil. Umbridge ist einfach die Eins. Ja, Umbridge. Hey, das Jahr 2020 ist einfach eine Umbridge. Das kann ich einfach so Punkt irgendwo auf Tumblr hochladen. Jeder würde mir zustimmen. Mein Zweitlieblingscharakter ist sicher Severus Snape. Er hat einfach so eine vielseitige Rolle. Am Anfang wurde es richtig hart versucht, dass man Snape hasst. Weil Harry halt wirklich die ganze Zeit Verdacht hatte, dass Snape irgendwie der Bösewicht ist, so dass seine Narbe wehtut und dass Snape den Besen verhext hat bei einem kleinen Quidditch-Spiel. Was aber nicht so war, und zum Schluss erfährt man einfach dann die komplette Wahrheit.